Ubisoft. Ubisoft Präsident von Ubisoft? Okay. Blue Byte, Blue Byte Production. Okay. Developed by Keen Games. Wer ist denn Keen? Die kenne ich gar nicht. Oh. Es gibt keine gültige Anno-Speicherdatei im Spalt der Wii-Konsole. Jetzt spielt. Ja, bitte. Daten werden gespeichert, okay. Hier müssen wegstellen. Oh. Warte, das mache ich aber hier mal ein bisschen leiser. So. Wir spielen Anno, erschaffe eine neue Welt. Es gibt ein Anno-Spiel auf der Wii. Was für eine Überraschung, das ist es. Das habe ich von einem meiner guten Brüder ausgeliehen bekommen. Und wollen wir mal anfangen. Mach doch Pina Colada. Hatte ich im Prinzip. Aber das ist ja eher so mit dem... Oder kommt da ganze Dinger rein? Ich nehme einfach mal oben links, weil das chronologisch richtig aussieht. Ja. Oh, Profileinstellung. Sprache Deutsch. Untertitel Deutsch. Salah. Edward Wiley. Greta van Wils... Oh Gott. Arnam Arel. König George. Der hat schon einen beeindruckenden Bart. Sultan al-Malik. Der hat noch einen beeindruckenderen Bart. Parasha. Nasira. Sabo. Oh. Der geht ab mit der Schlange. Master McDowell. Dr. Wittenberg. Das bin ich. Der fehlt nur Smelly Joe. Captain Richard Banks. Francis Norrington. Bonnie. Harry Quinn. Oh, das ist... Oh nein, wir sind ja wieder. Ich will der sein. Der gefällt mir. Dr. Wittenberg. Ja, los! Story-Mode-Endlosspiel. Option. Info-Level. Oh, Sound, Musik, Sprache. Fertig. Okay, Story Mode. Ich will die Story erleben. Starte neues Spiel, Spielladen starten. Leicht, mittel, schwer. Nehmen wir mal mittel. Die Dürre von 1404 hatte einen großen Teil meines Landes verwüstet. Der König George. Nein, ich will nicht überspringen. Ich dachte, man muss drücken. Faden. Oh. Mein Volk war hungrig und verzweifelt. Oh. Es brauchte Nahrung und neue Lebensräume. Und ich brauchte Hilfe. Vater, ihr habt uns rufen lassen. Das ist William Wiley. Ja, meine Söhne. Ich benötige euren Rat. Das Volk ist hungrig und schwach. Die Felder produzieren keine Nahrung mehr. Wir müssen helfen, sonst wird unser Königreich eine Tragödie erleben. Tragödie. Du sagst, das Volk sei zu schwach, um die Felder zu bestellen. Und doch können sie ihre Sensen gegen uns schwingen? Ich sage, wir lassen sie marschieren und erobern die Länder im Norden. Wenn sie kämpfen wollen, sollen sie kämpfen. Vater, wir brauchen keinen weiteren Krieg. Wir haben viele Ländereien im Süden. Unser Königreich besitzt zahllose Inseln mit fruchtbaren Böden. Lasst uns das Land besiedeln, das uns schon längst gehört. Das klingt gut. Stechen wir in See und besiedeln wir unsere Insel. Ja! Große Taten liegen vor uns. Oh. Sieht nach Intrigen aus. Synchronsprecher lange nicht mehr gesehen. Ja, und die sind auch noch gut. Die gefallen mir. Was macht ihr denn hier? Master Williams, Sir. Hey, das bin ich. Euer Vater hielt es für eine gute Idee, wenn ich. Nee, doch nicht, Entschuldigung. Aber Devonport, ihr werdet doch immer seekrank. Ach, das ist eine jüngere Version von dem. Das sagte ich auch. Ich glaube, das ist egal. Und das war einfach nur ein Bild. Ja. Er kannte eine einfache Lösung für das Übel. Und die wäre? Alle aufessen. Über die Reling zu beugen, wenn es sein muss. Oh. Entzückend. Dann willkommen an Bord. Möge diese Reise eine angenehme sein für uns und euren Magen.
Oh. Die erste Insel. Ich, William Wiley, mache mich mit einem Berater Cornelius Davenport und ein paar Pionieren auf den Weg gen Süden. Ich werde dort eine erste Siedlung errichten, um die Hungersnot in unserem Königreich zu bekämpfen. Prinze William Riley. Ja. Oh. Gott sei Dank. Wir sind endlich angekommen. Master William, wir sind nahe der Insel, auf der wir siedeln sollen, so wie es euer Vater, der König, wünscht. Ist mit dem irgendwas kaputt? Wie ich hörte, ist auch euer Bruder Edward eingetroffen und hat bereits damit begonnen, eine Siedlung zu errichten. Oh. Wir werden ihn sicher später noch treffen. Master William, darf ich euch Pionier Tom vorstellen? Der Pionier Tom? Okay. Wir haben das Kontor auf der Insel fertig. Ach, das ist der. Sie gehört jetzt uns. Hervorragend. Wir sollten uns Schriftrollen ist cool. Der Gegend verschaffen und dann versuchen, das Kontor zu erreichen, indem wir dem angezeigten Pfeil folgen. Ich bin gespannt. Master William. Oh. Ihr habt das Kontor gefunden. Okay. Ich wollte einfach mal gucken. Doofe Frage, warum hast du meist gute Grafiken? Bei auch älteren Spielen. Also das ist jetzt auf der Wii. Die Wii hatte per se keine schlechte Grafik. Ich nehme die Wii auf der Wii U auf, dann wird die in HD konvertiert. Im Prinzip, wenn das so ein cartooniges Spiel ist, sieht das meist gut aus. Wo es halt schlecht aussieht, sieht zum Beispiel, wenn wir GameCube-Spiele spielen oder N64-Spiele, das ist dann schon das Höchste, aber das wird dann auch teils nochmal extra konvertiert. Ist aber die Originalgrafik. Ich spiele nichts Überarbeitetes. Das ist halt ja auch Original Nintendo Hardware. So. Also, so sahen die Spiele aus, wenn du die generell über die Wii U spielst oder. Auf der Wii halt ein bisschen anders, wenn du die halt per AV-Kabel spielst, aber ja. Hier ist das Buch, nach dem ihr gefragt habt. Warte mal, dreht sich auch die an? Ja, die dreht sich. Ah, vielen Dank, Tom. Master William, das ist euer Logbuch. Ich werde darin alle Missionen und jedes Detail zu uns. Oh, ihr seht ihn ja gar nicht, wie er so grinst. Der ist die ganze Zeit am Grinsen. Richtig ekelig. Ihr könnt es euch immer ansehen, wenn ihr vergessen habt, was ihr als nächstes tun solltet. Wählt das markierte Symbol und seht nach, was wir zu tun haben. Hier sind überall Füchse. Was sind denn die Füchse? Warum lädt das so blöd nach? So blöd nachgeladen, sind die gewachsen. Oh, hier ist ja so gut wie gar nichts. Kurze Anmerkung, ich habe noch nie ein Anno-Spiel gespielt, das ist mein erstes und das ist ein sehr cartooniges. Aber Wii U, wird es nochmal verbessert? Ich weiß nicht, wie man... Was ist das denn? Oh, man kann auch so scrollen. Also, Wählt einfach die markierte Schriftzeile aus, um das Logbuch zu öffnen. Also es wird nochmal in, wie gesagt, in HD, ich kann es jetzt schwer erklären, das ist halt so nochmal angepasst halt für den, wenn du ein HD-Bild hast. Problem ist halt oft nur, man sieht es ist öfters dann so ein bisschen verpixelt an den Rändern. Also meist sagt man, das andere ist besser, wenn du das halt über das SD machst. Also und auf dem Röhrenfernseher ist das so am besten. Aber sowas hat heute keiner mehr. Und oft ist es so, wenn du halt über AV spielst am Fernseher, dann sind die Grafiken halt echt verschwommen. Und hier ist halt alles schärfer, ne? Deswegen, im Prinzip ist es besser, ja. Also es ist verbessert, ja. Deswegen spiele ich es auch lieber auf der Wii U, weil es ist halt offiziell. Und ja, bei andere Spiele spiele ich dann halt lieber auf den Originalkonsolen so. Also ist ja auch die Originalkonsole, nur halt, ne? Wählen Zeige über den Konto und drückt den angezeigten Knopf, um einen Tooltip zu öffnen. Diese Funktion erklärt. Was? Das Kontor? Ist das das Kontor? Ne, das ist die Hilfe. Öffnet nun den Tooltip des Kontors. Bewegt dazu den Zeiger über das Gebäude und drückt den angezeigten Knopf. Nach oben. Das Konto ist das erste Wort auf... Ach so! Ihr benötigt es, um die Waren für eure Einwohner zu lagern. Sehr gut. Wie ihr
ihr auf dem Bildschirm sehen könnt, haben wir bisher keine Einwohner in unserer Siedlung. Krass. Ja, also es sieht eigentlich, also so wie das Spiel hier ist, so ist das Spiel auch gemacht worden. Also es ist nicht so, dass du es da reinpackst, dann dort eine Software ist, die das Spiel dann umändert oder so, sondern es wird einfach nur auf dieses Ding angepasst. Das ist so wie wenn du, ich sag mal, mit deiner Kamera, du hast darauf ein Bild, was halt 480 Pixel oder so hat und du packst es dann in einem Schnittprogramm und dann wird das halt auf Full HD. Also renderst du das. Und so ist das hier ungefähr dann auch. Also es ist dann nochmal ein bisschen klarer, die Pixel sind anders definierter, aber es ist halt nicht das Allerbeste. Wenn ich meine Wii anmache und AC spiele, ist es total Augenkrebs. Ja, ich denke, du machst das dann halt über... es gibt noch ein anderes Kabel, wo du das gut benutzen kannst auf der Wii. Aber ich glaube, das kriegt man heute nicht mehr. Und da brauchst du auch die richtigen Anschlüsse auf dem PC, am Fernseher. Ja, es lohnt sich halt schon auf der Wii U meist zu spielen. Also es sieht manchmal dann so ein bisschen... Ja, es sieht weicher aus. Oder nicht weicher, es sieht, weicher sieht auf dem Röhrenfernseher aus. Ich bin gerade verwirrt, denn es sieht, schärfer aus, genau. Und meist findet man das auch angenehmer. Ich fand früher das andere angenehmer, besonders Skyward Sword sah echt komisch aus auf der Wii U, aber heute finde ich das doch, ja, ist ganz okay. Aber viele von uns würden gerne auf diese Insel kommen, wenn ihr uns mit Häusern und Waren versorgt. Okay. Das hoffe ich, Tom. Wir haben 6.000 bekommen. Sind unsere Einwohner auch gerne bereit, Steuern zu zahlen, mit denen wir unsere Siedlung weiter ausbauen können? Ich setze meine Figur, glaube ich, mal ein bisschen, oder mein Männchen. Ich setze mich mal ein bisschen weiter runter, wenn mich das stört, weil eigentlich ist eine gute Position hatte, aber hey. So, jetzt seht ihr auch den komischen Typ. Jetzt ist der nicht so komisch am Grinsen. Gerne. Wir sprechen dann besser später über die Steuern. Master William? Lasst uns zunächst das erste Wohnhaus für unseren Freund, den Pionier Tom, bauen. Ich hatte ja einen Sonnenrahmen. Ich sollte eigentlich Sonnenrahmen mitnehmen. Ich möchte ja gerne mal irgendwann mit Greenscreen arbeiten, aber aktuell geht das leider nicht. Wir eine Menge Holz brauchen. Leider haben wir nur sehr wenig übrig. So wenig, dass wir im Moment nur ein Haus bauen können. Das stimmt, Tom. Aber dafür gibt es eine einfache Lösung. Ihr werdet sehen. Doch zuerst bauen wir dieses eine Haus. Ich habe einen Bauplatz für das erste Wohnhaus markiert. Wählt, wo ihr es errichten wollt. Um etwas zu bauen, müsst ihr das Baumenü benutzen. Wählt die markierte Schaltfläche, um es zu öffnen. Ich würde sehr, sehr gerne einfach die Scheiße hinbauen, also selber planen. Gewünschte vielen, vielen Dank, Master William. Ach, ich hätte jetzt entscheiden können. Den ihr für unser neues Zuhause ausgewählt habt. Gern geschehen, Tom. Jetzt seht ihr, wie der grinst? Ist voll eklig. Jetzt bauen wir eine Straße vom Wohnhaus zum Kontor. Kontor. Richtig. Ohne Straße kommen wir nicht an die Nahrungsmittel, die wir brauchen. Ja. Und verbinden wir das Haus mit dem Kontor, indem wir eine Straße bauen. Ich bin gespannt. Um eine Straße zu bauen, müsst ihr das Baumenü öffnen. Drückt einfach auf den angezeigten Knopf. Ich verstehe mal Baumenü. Wählt den Punkt, an dem ihr mit dem Straßenbau beginnen wollt. Und drückt auf den Seht ihr die angezeigte Linie? Drückt sieht echt hässlich aus. Knopf, um die Straße zu errichten. Baut weitere Straßen oder drückt auf den angezeigten Knopf, um den Straßenbau zu beenden. Sehr gut, Master William. Jetzt können wir das Kontor erreichen, um Nahrung für meine Familie zu holen. Man hätte ja auch nicht einfach drüber laufen können, ne? Unsere neue Heimat. Okay. Da ist unter meinem Geld noch eine 1. Wieso grinst der so komisch? Oder lacht der so blöd? Zur Heimat von mehr als nur einer Familie machen? Master William, euer Vater, der König, erwartet schon bald unsere Nahrungslieferung. Und wir brauchen viel mehr Einwohner, um das zu schaffen. Und wie ich bereits sagte, wir brauchen Holz, um noch mehr Häuser zu bauen. Das letzte Holz haben wir für den Bau des ersten Hauses verbraucht. Deshalb müssen wir ein paar Goldstücke investieren, um eine Holzfällerhütte zu bauen und diese mit dem Kontor zu verbinden. Oh. Drückt auf den angezeigten Knopf, um die Holzfällerhütte. Gut gemacht. Die Holzfällerhütte wurde errichtet und
Dieser Standort ist gut geeignet. Es gibt genug Freiraum, um Bäume zu pflanzen. Jetzt müssen wir sie an das bestehende Straßennetz anschließen, damit die Waren von den Marktkarren abgeholt werden können. Die Holzfällerhütte ist nun mit dem Kontor verbunden. Seht ihr den Marktkarren, der vom Kontor loszieht, um das Holz zu holen? Ja, guck mal, wie der abgeht. Hab einen anderen Teil auf dem PC damit. Ich glaube, ich habe einen letztens gekriegt. Krieg ja manchmal so PC-Spiele geschenkt. Ja, guck mal, wie der abgeht. Guck mal, minus 2 Geld. Jetzt können wir unsere Siedlung erweitern. Oho. Aber zuerst brauchen wir einen besseren Überblick über die Insel, damit wir unsere Bauvorhaben besser planen können. Das könnt ihr tun, indem ihr hinein oder heraus zoomt. Los, heraus zoomt. Um euch einen besseren bewegt den Zeiger zu dem Ort, den ihr euch aus der Nähe ansehen wollt und drückt auf den angezeigten Knopf. Das gefällt mir. Ja, Entschuldigung. Nun, da ihr wisst, wie man sich einen Überblick verschafft, sollten wir damit anfangen, unsere kleine Siedlung zu erweitern. Ich kenne viele Leute, die sich unserer wachsenden Gemeinde anschließen würden, wenn wir ihnen Häuser zur Verfügung stellen. Also, erweitern wir unsere Siedlung, indem wir 3 weitere Wohnhäuser bauen und sie durch Straßen mit dem Kontor verbinden. Okay. Ihr könnt Gebäude kopieren. Bewegt den Zeiger über ein bestehendes Gebäude und drückt auf... Wir benötigen noch 2 weitere Wohnhäuser. Bitte baut noch ein weiteres Wohnhaus. Euer Volk hungert. Raten machen sich an euren Vorräten zu schaffen. Ein Feuer ist in eurer Siedlung ausgebrochen. Ihr spielt schon mehr als 4 Stunden. Macht mal eine Pause. Ach ja, noch eins. Moin. Hi, Luigi. Na? Schön, dass du da bist. Exzellent. Unsere Einwohnerzahl steigt. Wenn ihr ich bin mal gespannt, wie das hier aussehen wird. Wir sind ja gerade hier noch im Tutorial. Story Mode. Bald können wir anfangen, Nahrung an euren Vater, den König, zu liefern. Ja, das dauert aber bestimmt, weil wir Felder brauchen. Wo wir von Nahrung sprechen. Wir haben jetzt viele Pioniere, aber keine Nahrungsversorgung. Nahrungsversorgung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Nahrungsvorräte nicht aufgebraucht werden. Wir wollen doch nicht, dass die Bewohner die Insel wieder verlassen. Doch. Nein, alles gut. Denn wenn sie die Insel verlassen, werden ihre Häuser zusammenfallen. Und schlimmer, sie bezahlen keine Steuern mehr. Kein Geld, wow. Hier ist ein Strand und im Meer haben wir Fische gesehen. Ich schlage vor, wir bauen eine Fischerhütte. Tom hat absolut recht. Doch gebt ab, Tom hat immer recht. Mehr als eine Fischerhütte wäre unklug, da die laufenden Kosten im Moment zu hoch für uns wären. Boah, die grinsen, ey. Fischer. Das markierte Fischerhüttensymbol. Verbindet nun die Fischerhütte mit dem Straßennetz. Ihr wisst, wie das geht, oder? Ihr wisst das noch, oder? Oder seid ihr zu blöd dafür? Exzellent. Wir können stolz darauf sein, was wir bereits erreicht haben. Okay. Ich habe noch nie den Story-Modus gespielt, zumindest immer nur den Endlos-Modus. Habe ich auch erst überlegt, aber ey, komm. Wenn wir schon sowas Wunderschönes haben, komm. Wir haben Bauholz und Nahrung, also sind wir zufrieden. Das wird eine sehr schöne Siedlung. Vielleicht solltet ihr schon überlegen, wie ihr sie weiter ausbauen könnt. Mission erfüllt. Es scheint, als hätten wir gute Arbeit geleistet. Alle bisherigen Missionen erfüllt. Speichern. Aha. Schön. Oh, was ist hier denn los? Gut gemacht, Master William. Ja. Unsere erste Mission ist erfüllt. Aber wow. Wie kommen wir von dieser Insel wieder herunter? Schwimmen. Master William! Master William! Was? Mein Name ist Bellard, wie in Henry Bellard, dem berühmten Seefahrer und Abenteurer. Ich bin seine Tochter Evelyn, zu Diensten. Der König hat mich zu eurem persönlichen Berater bestimmt. Persönlicher Berater? Was? Mein Alter sollte euch nicht täuschen.
Ich habe viele Meere befahren und war an weit entfernten Orten. Hab vergessen. Ich bin ein Quell der Weisheit. Was zu holen. Und recht selbstbewusst, wie es scheint. Ja, das gefällt mir nicht. Demut gehört nicht zu meinen Stärken. Darum würde ich auch gerne einen Plan vorschlagen. Ein Plan? Dann lasst euch nicht aufhalten, falls es überhaupt möglich ist. Was ist los? Man ruft ein Taxi. Ein Taxi wäre gut. Von der Insel zu kommen, immer ein Taxi holen. Ja, super. Ich habe im PC mehrere Anteile. Oh. Ich finde auch, dass sowas eigentlich mega interessant, aber ich spiele sowas voll selten, aber es ist eigentlich voll lustig. So. Hilfe für das Volk. Heute bekam Evelyn Billard zur Unterstützung. Ihre forsche, jedoch fröhliche Art ist eine willkommene Abwechslung. Forsch klingt immer forsch. Das ist wie Marsch. Oh, wir müssen mal das Spiel zu Madagaskar spielen. Das ist episch. Das ist so geil. Ihr werdet es abfeiern. Machen wir weiter. Oh, wir sind immer noch hier. Nun gut, mein Plan ist wie folgt. Es gibt eine verlassene Siedlung in der Nähe. Diese Insel könnte geeignet sein, um mit der Nahrungsproduktion für unser hungerndes Volk zu beginnen. Warte mal, Siedlung? Aber wo finden wir diese Insel? Und woher nehmen wir die Ressourcen, um dort eine neue Siedlung aufzubauen? Lass uns doch erstmal die aufbauen. Keine Sorge, Cornelius. Ich habe etwas Holz und Steine mitgebracht, die uns für den Anfang helfen werden. Wunderbar. Wunderbar. Aber ich würde es begrüßen, wenn ihr mich Mr. Davenport nennen würdet. Oh, so wie alle anderen nicht. Auch. In Ordnung, Cornelius. Das werde ich. Was die Insel angeht, ich war dort früher sehr oft. Es sollte kein Problem sein, ein Schiff dorthin zu steuern. Ein Schiff? Muss es ein Schiff sein? Ich fürchte ja. Warum? Nun, Seereisen bekommen mir irgendwie nicht gut. Aber macht euch keine Sorgen um mich. Das wird schon. Ich glaube, der wäre lieber mit dem Heli geflogen, ne? Dann lasst uns die Segel setzen. Wie zu einer anderen Insel? Mit einem Schiff? Bist du doof? Da fliegen wir hin. Im Jahr. Was haben wir hier gerade? Ich habe schon wieder vergessen. Ist nicht hier auch irgendwie 1800? Nee, 1800, was bin ich denn für einer? 1400? 1404 mit der Venedig-Erweiterung. 1503, 1701, 2070 und 2205. Also die Zukunftsspiele haben mich tatsächlich bis jetzt am allerwenigsten erinnert. 1602 war mein Einstieg in der Reihe. Den habe ich nicht mehr. Oh! Aber da, wo ich zur anderen Insel fahren müsste, habe ich immer aufgehört. Okay. Ich bin mal gespannt. Ist ja hier Tutorial nur. Um unser Königreich zu vergrößern. Wählt euer Schiff aus und steuert es dorthin. Na guck mal, der ist am Angeln. Aber das sieht eher nach Krebsfang aus. Oder hat er ein Netz Ja. Schiff zur nächsten Insel. So, ja. Bauen, scrollen. Warte mal, was hat... Ich bin noch so doof. Schiff ahoi! Das Schiff folgt dem Zeiger, wenn ihr den angezeigten Knopf gedrückt haltet. Wegweisen. Oh! Perfekt! Folgt weit, gut gemacht. Wir sind fast da. Fahren aber ein bisschen schnell, ne? Klasse! Wir haben die Insel erreicht. Als Kapitän seid ihr ein Naturtalent. Cornelius, geht es euch gut? Cornelius! Eine Sekunde, Miss Ballard. Ich warte noch darauf, dass meine Beine aufhören zu zittern. Ah, jetzt. Bitte fahrt fort. Master William, wie ihr sehen könnt, habe ich der Mannschaft bereits befohlen, das Schiff in ein Kontor umzuwandeln. Nächstes Mal wird dies eure Aufgabe sein. Ist das überhaupt gut so, wo jetzt gerade die Cam von mir ist, oder wo ich gerade bin, oder soll ich die irgendwo anders hinschieben lieber? Durch die Umwandlung des Schiffs. Oder soll ich den Rahmen anders machen? Wir unseren Besitzanspruch auf diese. Weil da sind noch Steine hier unten. Vom Kontor aus werden Marktkarren entsandt, die Waren abholen. Wir sollten uns die neue Insel einmal näher ansehen.
Ihr habt recht. Seht nur die Fruchtbarkeit für Getreide. 75%. Auf diesem Boden können unsere Getreidefarmen unmöglich mit voller Effizienz arbeiten. 75% hat er seine Messgeräte rausgeholt. Wow. Aber auch Anno 2070 und 22,5 auf mein Leppe wird voll heiß, warum auch immer. Kann dann nur 30 Minuten spielen bei Tastenzeit. Oh. PC schafft 2017 4K mit 30 FPS, aber da muss der PC schon arbeiten und wird etwas lauter. Okay. Passt für mich. Ja, wenn das so klappt, ich glaube, das latzen wir so. Wird am oberen Bildrand angezeigt. Oh. Richtig? Ja, da ist immer die Cam bei mir so halb vor. Das ist ein, Brot. Ja, aber darüber müssen wir uns später noch unterhalten. Im Moment gibt es wichtigere Aufgaben. Seht ihr das Symbol über der Holzfällerhütte? Es gibt ein Problem, um das wir uns kümmern müssen. Ein Problem? Apropos Brot. Wir waren gestern an der Tankstelle kurz, weil wir gestern auch noch, also ich hatte gestern Besuch und gestern haben wir einen Kollegen getroffen noch, spontan. Also der lief da rum und wir haben uns voll gefreut. Und dann sind wir kurz zu der Tankstelle und dann habe ich so gesagt, oh, das ist aber eine nette Tankstelle. Und der so, ja, ist von so einem französischen Unternehmer, deswegen ist da auch ein Croissant. Ich so, ja, aber da ist nicht nur ein Croissant, da ist auch ein Baguette. Oh. BTW. Weil, ist ja auch französisch. Ich fand's lustig. Ja. Wählt das Gebäude aus, damit wir erfahren, was los ist. Ich bin übrigens mega froh, dass ich hier nichts vorlesen muss. Also so gut wie nichts. Und das, was man vorlesen muss, da freue ich mich drüber. Ich mag das Spiel. Also bis jetzt finde ich das cool. Yeah! Hey, das ist der Tom! Ist das... Dir gehören die Häuser hier, oder was? Tom, der alte Bursche. Wählt das blinkende Symbol aus, um eine Erklärung zu erhalten. Das pennt jemand. Hier gibt es nicht genug Bäume für den Holzfäller. Er ist nicht sehr produktiv. Ja, das ist ein Schläfer. Stellt sicher, dass sein gesamtes Einflussgebiet von Bäumen bedeckt ist. Finde des Holzfällers Problem. Cornelius und ich sind hier, um euch zu helfen. Jedes Mal, wenn ein Gebäude ein Problem hat, erscheint ein Symbol über diesem Gebäude. Das ist aber nicht schön. Es gibt unterschiedliche Symbole zur Darstellung der Probleme, die ein Gebäude haben kann. Wenn man genau hinschaut, sieht man sofort, um welches Problem es sich handelt. Ja, okay. Wenn ihr mehr Informationen benötigt, macht einfach das, was ihr gerade getan habt. Und wählt das Symbol mit dem Ausrufezeichen. Wird nicht ungesagt, das steht da nicht. Ein paar Hinweise geben. Wie wir nun wissen, produziert diese Holzfällerhütte nichts. Und trotzdem nichts. Müssen wir die laufenden Kosten bezahlen. Das sind völlig unnötige Ausgaben. Ja, ab mit ihm über die Reling. Über die Insel. Wir sollten dieses Gebäude abreißen. Wenn Abriss. Wollt, müsst ihr das Baumenü öffnen. Ah, den Zeiger über das Gebäude, das ihr abreißen wollt. Und drückt weg mit der Scheiße. Ja. Die Fernbedienung. Ja. Jetzt müssen wir uns über Goldmünzen unterhalten. Mein Zuhause! Diese Holzfällerhütte war schlecht platziert. Sie produzierte nichts und trotzdem mussten wir regelmäßig Goldmünzen dafür bezahlen. Wie frech. Aber die Einwohner zahlen Steuern. Also wo liegt das Problem? Wegen der Bilanz, Miss Bellard. Wenn wir mehr ausgeben, als wir einnehmen, erhalten wir eine negative Bilanz. Also der Teil hier spielt im Zeitalter 1404. Oh. Eine negative Bilanz bedeutet, wir verlieren Goldmünzen. Da wir das nicht wollen, benötigen wir eine positive Bilanz. Positiv. Gut. Und wie erreichen wir eine positive Bilanz? Indem wir Häuser abreißen. Das ist die Herausforderung. Produktionsbetriebe verursachen laufende Betriebskosten. Sie produzieren die Waren, die wir brauchen, um zu expandieren und die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Die Einwohner wiederum zahlen regelmäßig Steuern. Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Und wir müssen das richtige Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Einwohner und den laufenden Kosten der verschiedenen Gebäude finden. Exakt. Ebenso müssen wir die Höhe der Steuern im Steuermenü passend einstellen. Ich habe hierzu eine Infotafel vorbereitet. Ja, aber sind die Steuern zu hoch, dann ziehen die alle weg. Jeder Einwohner errichtet Steuern. Wenig Einwohner entrichten wenig Steuern. Mehr Einwohner bringt auch höhere Steuereinnahmen. Ihr könnt die Höhe des Steuern für jede Zivilisationsstufe im Steuermenü einstellen.
Je besser die Bedürfnisse der Bewohner erfüllt, umso mehr Steuern könnt ihr verlangen. Solltet ihr nicht alle Bedürfnisse erfüllen können, kann eine niedrige Höhe der Steuern ebenfalls für glückliche Anwohner sorgen. Erfüllt jedoch zu viel Bedürfnis nicht ausreichend, werden sie auch trotz niedriger Steuern die Siedlung verlassen. Ich habe mal zum City gespielt. Solltet ihr nun die Höhe der Steuern einstellen? Die Einwohner sind im Moment zufrieden. Somit können wir die Steuern anheben, um unsere Bilanz zu verbessern. Ihr könnt dies im Steuermenü tun. Wählt das Symbol am oberen linken Bildrand, um das Steuermenü zu öffnen. Die zahlen ja so gut wie gar nichts. Hier, so hoch mit der Scheiße. Nee, das ist schon so gut. So, ihr Burschens, ihr seid eh nicht da. Mit dieser Einstellung können wir leben. Solange ihr das Geld dafür ausgebt, unsere Bedürfnisse zu erfüllen und die Siedlung zu verbessern. Kommen wir dafür eine Wii, eine neue. Super. Um die Bedürfnisse zu erfüllen, müssen wir wissen, welche das sind. Dabei können wir auch gleich schauen, wie wir den Lebensstandard der Einwohner erhöhen können. Wähl dafür eines der Häuser unserer Einwohner aus. Der Brauch muss sterben und nein, das ist eine Kapelle. Milf. Der braucht Milch. Ganz viel. Am oberen Bildrand sehen wir die Anzahl der Einwohner und ihre Bedürfnisse und Wünsche. Okay. Anscheinend benötigen unsere Einwohner eine Kapelle und etwas Milch. Die sollen nicht glauben gehen. Die sollen arbeiten. Wir sollten uns schnell darum kümmern und eine Kapelle und eine Molkerei bauen. Könnt ihr uns bitte auch den oberen Balken erklären? Die Figuren da oben links, was die Anwohner da stellen, erinnert eher an 700 an. Ich habe keine Ahnung, also es geht um König George. Aber es geht auch anscheinend um andere. Wann war denn hier? Gibt es nicht König George? Gab es den nicht wirklich? König George. Da, 1936. Sag ich doch. Ja, 19. Guck mal, ja. Ja. Entschuldigung. Der obere Balken ist zurzeit leer und das ist gut so. Hier werden die Grundbedürfnisse angezeigt, die wir nicht erfüllen. Nicht erfüllen. Das einzige Grundbedürfnis von Pionieren ist Nahrung. Das heißt, wir haben im Moment alle Grundbedürfnisse erfüllt und der Balken bleibt leer. Ja, das ist doch gut. Der zweite Balken zeigt zusätzliche Bedürfnisse unserer Einwohner. Diese Bedürfnisse sollten wir so schnell wie möglich erfüllen. Yo. Die Kosten, Miss Ballard. Vergessen Sie die Kosten nicht. Die Kosten. Luigi, auch nicht vergessen. Seht es als Investition. Sobald die Gebäude fertig sind, erreichen die Pioniere die... Ich habe jetzt einfach irgendeinen Namen gesagt. ...zu Siedlern. Dann werden sie ihre Häuser entsprechend ausbauen. Und dann können wir noch mehr Einwohner unterbringen und noch mehr Steuern einnehmen. Der Plan könnte aufgehen. Also, fangen wir mit dem Bau der Kapelle an. Der ist ja einfach König George, der hat keinen Namen. Aber ich habe jetzt auch nur einen George gefunden, aber es gibt bestimmt noch ältere. Hier ist zum Beispiel einer von 1865. Warum ist König George König geworden? Ach, der König George der Sechste? Ja, okay, das erklärt's. Das ist der Vierte. Ist der König George der Erste? König George. Also da stand keine Nummer hinter. Der Erste. Nein, nicht der Einste. Erste. Ja. Der ist von Herzog George Ludwig von Braunschweig-Lüneburg. 1660. Okay. Also so in diese Zeit. Mal mehr Steuern. Was will man mehr? Ja, das ist, finde ich gut. Und hi Julia. Na? Warte mal, was soll ich denn jetzt machen? Bauen wir eine Kapelle. Ja. Lass mich mal hier so ein bisschen selber. Ist das ein öffentliches? Ist das richtig? Das blinkt auf jeden Fall. Symbol um das Baumenü für öffentliche Gebäude. Gut gemacht. All unsere Einwohner haben nun Zugang zu einer Kapelle. Sehr gefällt schön. Mir nicht. Wir haben eine Kapelle für unsere Einwohner gebaut. Gute Arbeit.
Wenn ihr die Kapelle auswählt, seht ihr deren Einflussbereich, der so viele Wohnhäuser wie möglich abdecken sollte. Oh, ja, das kenne ich. Natürlich, Cornelius. Es braucht schließlich nicht jeder Pionier seine eigene Kapelle. Was müssen wir sonst noch tun? Doch, jeder braucht seine eigene, weil jeder seinen eigenen Gott anbetet. Wir sollten eine Molkerei bauen, für die es hier einen guten Platz gibt. Hier? Da oben. Ich wusste es! Zunächst sollten wir diese störenden Straßen entfernen. Um Straßen und Bäume zu entfernen, wählt das Abrisswerkzeug aus dem Baumenü. Drückt und haltet nun den angezeigten Knopf, um eine Fläche zu definieren, in der abgerissen werden soll. Gut, wir haben nun genug Platz, um eine Molkerei zu bauen. Ich liebe es. Es wird Milch, die unserem Volk helfen wird, zu Siedlern aufzusteigen. Molkerei! Genau wie die Holzfällerhütte benötigt auch die Molkerei freien Raum, damit die Kühe grasen können. Weniger Platz bedeutet weniger Milch. Dieses Gebäude ist nicht korrekt mit einem Kontor oder Markthaus verschlossen. Gebäude sind... Ich versuche mal ein bisschen zu skippen, weil ich ja weiß, was ich hier machen muss. Könnt ihr uns diese Sache mit den Waren und Bedürfnissen erklären? Okay, also langsam wird es mir doch ein bisschen zu viel. Sache? Trollig. Aber ja, natürlich. Wir sollten uns überlegen, wie unsere Bevölkerung und damit unsere Siedlung eine höhere Zivilisationsstufe erreichen kann. Das hört sich sehr kompliziert an. Zivilisationsstufe? Aber ich bin mir sicher, ihr habt bereits etwas vorbereitet, um diese sehr komplizierte Sache sehr einfach zu erklären. Und natürlich habe ich das. Gute Vorbereitung gibt einem große Sicherheit. Oh je, wo habe ich nur diese Infotafeln hingetan? Tafeln. Sobald ihr euer erstes Wunder gebaut habt, zieht die erste Bewohner ein. Ziehen die ersten Bewohner ein, so. Eure Einwohner benötigen gewisse Waren und wünschen im Einzugsbereich von öffentlichen Gebäuden zu leben. Wählt ein Wohnhaus aus, um die Bedürfnisse der Einwohner zu sehen. Pioniere wünschen sich Milch und nahe einer Kapelle zu leben. Sobald Waren im Konto... Ah, wieso Milch? Okay, vielleicht für Kinder oder so? Waren im Konto oder Markthaus landen, werden sie in den Einwohner verteilt. Es braucht ein wenig Zeit, bis der Bedarf für eine Ware komplett gedeckt ist. Der Einflussbereich eines öffentlichen Gebäudes sollte so viel Wohnhäuser wie möglich anschließen. Wenn alle Bedürfnisse eurer Pioniere erfüllt sind, werden sie zu Siedlern aufsteigen. Siedler benötigen Milch und Nahrung als Grundversorgung. Wenn ihr diese nicht ausreichend bereitstellt, werden die Siedler wieder zu Pionieren. Es gibt 5 Zivilisationsstufen. Pioniere, Siedler, Bürger, Patrizier und Aristokraten. Okay. Pioniere bauen nur Nahrung, während Aristokraten 8 verschiedene Waren benötigen und im Einflussbereich von 7 verschiedenen öffentlichen Gebäuden leben möchten. Was sind das denn für Lümmel? Ihr könnt ein Haus anwählen, um euch die Bedürfnisse der Bewohner anzusehen und zu welchem Grad diese Bedürfnisse erfüllt sind. Wir hatten noch keine Milch. Kindchen braucht Milch. Da. Frische Milch. Milch. Dann geht's in Story Mode immer. Ich habe keine Ahnung. Na, ja, so langsam wird deren Milchding gefüllt. Warte mal, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss eine höhere Zivilisationsstufe erreichen. Kosten 3. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, ne? Mehr kann ich nicht machen. Kann ich mit dir reden? Nein. Boah, ist das ein dickes Bereich hier. Das ist schon groß. So, das ist ja nicht mal mein Gebiet. Warte mal, wie weit kann ich überhaupt rein? Oho, guck dir die Melümmel mal an. Das sind alles Zwillinge auch. Die Meere sind zu Siedlern geworden. Ja! Eine neue Zivilisationsstufe erreicht.
Und das nur, weil wir sie mit einer Kapelle und etwas Milch versorgt haben. Ja, die sind halt nicht so anspruchsvoll, ne? Seht ihr, wie sie ihre Häuser ausbauen? Ja. Jedes ausgebaute Haus verfügt nun über mehr Platz für mehr Bewohner. Okay. Um ihre Wohnhäuser zu erweitern, benötigen die Einwohner Baumaterial. In diesem Fall ein wenig Holz für jedes Haus. Wo wir so gute Fortschritte machen, sollten wir uns auf die Hauptaufgabe konzentrieren, die uns der König gab. Wieso redet er denn jetzt? Volk in der Heimat zu sammeln. Die Siedler können Getreidefarmen bauen. Und mit Getreidefarmen können wir viel effektiver Nahrung produzieren. Viel effektiver als mit Fischerhütten, sicher. Aber Getreidefarmen erfordern guten Boden. Je besser die Fruchtbarkeit einer Insel ist, desto produktiver arbeiten die Getreidefarmen. Ich erinnere mich. Wir haben über Fruchtbarkeit... Fürs Erste müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Wir können das ausgleichen, indem wir mehr Farmen bauen. Dann sollten wir mit dem arbeiten, was wir haben. Im Moment gibt es ausreichend Platz auf dieser Insel. Also lasst uns Getreidefarmen bauen. Also ich möchte weit weg von der Kirche wohnen, ja. Also ich finde es ja... Warum sehen die so komisch aus? Warte mal, kann ich... Erstmal die Miete erhöhen. So, hier. Bevor es hier noch so frech wird. So, genau. Also ich glaube, das Bimmeln wird mir nur auf den Keks gehen. Von so einer Kirche. Wie andere Gebäude auch, müssen Getreidefarmen an das Straßennetz angeschlossen sein. Eine breite Straße. Warum habe ich das überhaupt so blöd gebaut? Bin auch doof. Ist mir egal. Die Getreidefarmen sind fertig. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Markthäuser sich füllen. Ja, es läuft gut, aber unsere Bilanz ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Die Getreidefarmen haben sehr hohe Betriebskosten. Was können wir dagegen unternehmen? Steuern erhöhen. Steuern anheben. Hab schon gemacht. Die Siedler haben höhere Anforderungen als die Pioniere, aber sie sind auch bereit, höhere Steuern zu zahlen. Zwei Kirchenleuten bei mir, aber ich höre die kaum. Also bei uns sind es mehrere, aber die höre ich halt auch meist nicht. Also hier direkt im Umkreis sind es auch zwei. Ja, und ein bisschen weiter weg sind dann auch noch ein paar, die hört man auch noch leicht. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das stört mich jetzt so extrem, dass, weißt du, also würde ich daneben wohnen, dann vielleicht eher, aber so geht das eigentlich. Ich schätze, ihr habt recht. Wir müssen unsere Bilanz verbessern, indem wir die Steuern anheben. Gut, unsere Bilanz hat sich verbessert und die Nahrungsproduktion funktioniert. Ah, das haben die selber schon erkannt. Wir können anfangen, die produzierte Nahrung an euren Vater, den König, zu schicken. Das sind gute Neuigkeiten. Wir können unserem Volk helfen. Wenn wir genug Nahrung haben, können wir sie an euren Vater liefern, indem wir sie als Tribut entrichten. Irgendwie was bollert hier gerade. Hi Fluffy, na? Okay, ist alles gut. Achso, müssen warten, bis Nahrung im Lager ist. Sollen wir schneller arbeiten? Was essen die denn eigentlich? Nur Milch? War cool, ich kann auch die Knöpfe drücken zum Hin und Her. C und A. Guck mal, da kommt doch. Da kommen sie doch, die Ersten hier. Eine Waschmaschine kann es nicht sein. Geht's dir denn gut, der Waschmaschine? Ah, Verwaltung. Tribut. Oh, er wird 20. Was wollen denn die Leute jetzt? Die wollen gar nichts.
Wenn mir jeden Morgen eine Taube auf dem Balkon und Kuku mich wach, Scheuche sind dann wach leider. Wir hatten richtig, richtig große Tauben bei uns. Tauben können ja riesig werden. Also die waren wirklich halt so groß. Also waren Riesendinger und auch dick. Weil die gingen hier halt gut. Und ja, und die gibt es aber jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Jetzt wohl der, die Katzen verscheucht. So. Wir haben die Getreidelieferung für den König vorbereitet. Das sollte für unser Volk reichen. Wenn sie Flugratten. Ach, ich finde Tauben jetzt nicht so schlimm, wie viele andere sagen. Außer es sind sehr viele, dann wird es halt wirklich nervig. Aber so vereinzelt. Aber es sind ja immer weniger, habe ich gehört. Das ist wohl jetzt irgendwie so ein Hin und Her. Und viele Tauben und die streiten sich mit den Eichhörnchen. Ja, die bösen Eichhörnchen. Das ging schnell. Hoffen wir, ja, ist bei uns aber auch manchmal. So erfolgreich war wie wir, Master William. Aber das sind dann eher die anderen Vögel, die sich mit den streiten. Hoffen wir es. Unser Volk können wir nur retten, wenn wir diese Probleme gemeinsam bekämpfen. Scheint, als hätten wir gute Arbeit geleistet und alle bisher Missionen erfüllt. Oh, schön. Ja. Kein schlechter Anfang. Das kann man sagen, Master William. Aber das reicht leider nicht. Was sagt ihr da? Wir benötigen mehr, als das Land hergibt. Oh. Was sollen wir also tun? Nein, nicht. Wir müssen neues Land finden. Besseres Land. Noch besser. Aber wie? Wir haben kein Schiff. Hä? Mit was sind die denn da hingefahren? Was? Schiffwerk? Ich habe diese Nacht nur eineinhalb Stunden geschlafen, deswegen gab es heute sehr früh ins Bett. Oh, was war denn los? Offenbar haben wir noch nicht genug Nahrung nach Hause geschickt. Ich werde Evelyns Rat folgen und ein Schiff bauen lassen, um fruchtbares Land zu finden. Furchtbares Land, ja, ja. So, ein Schiffchen. Meine auch, Berechnungen zeigen, dass es eine Weile dauern wird, bis wir genug Nahrung produziert haben, um sowohl unsere Einwohner hier zu ernähren, als auch die benötigte Nahrung an euren Vater zu schicken. Keine Ahnung, was da war. Oh. Wie toll die Natur im Kränenhahn und Taub als Weckerhahn um 4.30 Uhr taub gegen 7. Ja. Schön. Wir könnten nach einer Insel mit einer besseren Fruchtbarkeit suchen. 4.30 Uhr. Dafür brauchen wir ein Schiff. Ein Schiff. Ach, ein Schiff? Eine Seereise? Schon wieder? Muss das wirklich sein, Miss Ballard? Der Arme. Wie ihr schon sagtet, mit unserem bisherigen Land würde es zu lange dauern. Wir müssen zunächst eine Werft errichten. Mit diesem Gebäude können wir dann Schiffe bauen. Boah, wir waren mal auf so einer Fähre, aber so einer richtig, richtig großen Fähre. Da sind wir damals nach Borkup gefahren. Und das hat geschaukelt. Also mir wurde jetzt nicht schlecht oder so, aber Alter. Also das war so ein Riesenschiff. Ding. Also ich glaube, das war auch das größte Schiff, mit dem ich je so gefahren bin. Es war aber cool. Aber das war echt komisch, so da so drauf zu stehen, immer Eine Werft verursacht auch laufende Kosten. Und vergesst nicht das Holz und die Goldmünze, ist teuer. Die wir brauchen, um sie zu errichten. Das kostet. Betrachtet es als Investition, Cornelius. Besserer Boden ist wichtiger als ein paar Goldmünzen oder euer Magen. Wir müssen diese Werft bauen. Müssen, Cornelius. Genau wie eine Fischerhütte braucht eine Werft Zugang zum Meer und kann nur an Stränden gebaut werden. Glücklicherweise gibt es eine schöne Stelle am anderen Ende der Insel. Ja, damit die von da nach da laufen können. Die Werft findet ihr im Baumenü, so wie alle anderen Gebäude auch. Gut gemacht. Ich freue mich darauf, bald wieder in See zu stechen. Schön. Mein Kater hatte mich eine Zeit lang 5.30 Uhr geweckt, bin ich stur geblieben und ihn ignoriert habe und seitdem kommt er erst an, wenn der Wecker klingelt. Ja, ist bei Chessy auch. Der hat auch immer so 7 Uhr eine Zeit gehabt. Also irgendwann versuchen ja Katzen das dann auch wieder trotzdem umzuändern. Und ja, okay, er schreit jetzt auch meist, aber oft ist es so, wenn der Wecker geht, dann geht's hier zur Sache. Dieser Ort ist zu weit vom Kontor entfernt. Wir müssen ein Markthaus bauen, damit die Werft Zugang zu dem Holz hat, das sie braucht. Richtig. Markthaus. Beeilen wir uns.
Wir sollten in der Nähe der Werft ein Markthaus errichten und die Gebäude mit Straßen verbinden. Markthaus. Ihr könnt das Markthaus drehen, indem ihr auf den angezeigten Knopf drückt. Ich will es aber nicht drehen. Ach so. Ich gesehen, dass das anders positioniert war. Aber es ist nicht mit der Werft verbunden. Da ist eine Kuh. Bitte baut eine Straße, um die Gebäude zu verbinden. Bitte baut eine Straße. Nein. Gute Arbeit. Das Markthaus wurde errichtet und ist mit der Werft verbunden. Okay. Die Werft erwartet eure Befehle. Sollen wir wirklich ein Schiff in Auftrag geben? Becker klingt um 6. Oh. Gibt es keine andere Möglichkeit? Erster Wecker von meinem Freund geht um 4.30 Uhr und wer wird wach? Nicht er. Oh, das ist bei einem meiner Brüder. Der hat so einen Wecker und der vibriert hier. Ich höre dieses Vibrationsgeräusch die ganze Zeit. Das ist immer. Und dabei klingelt das. Also das Klingeln höre ich Gott sei Dank bis hier nicht, aber das andere halt. Das höre ich, wenn ich zum Beispiel in der Küche bin oder mein Bruder dort ist. Und oh. Aber ich habe schon lange nicht mehr gehört, aber ich wurde da immer wach von. Also ist dieser Handy-Wecker, ich benutze den auch immer. Segeln ist das Beste auf der Welt. Gib den Befehl, ein Entdeckerschiff zu bauen, damit wir so bald wie möglich in See stechen können. Entdeckerschiff. Und dann das. Gut gemacht. Das Schiff wird bald fertig sein. Wählt die Werft an, um den Baufortschritt einzusehen. Null. Aber da ist doch schon der ganze Kiel und alles. 3, 6. Kann man das nicht schneller machen? Aber jetzt geht's ab hier. Ja, das wird die Pest und da bin ich schon morgens etwas stinkig auf ihn. Kann mir vorstellen. Das kann ich mir absolut vorstellen. Nein, wir verlieren Gold. Scheinbar lässt sich diese neue Reise nicht vermeiden. Aber ich möchte mich wenigstens nicht verirren. Wo ist die Karte? Karte, da ist ja die Karte. Hier ist sie, Mr. Davenport. Sie war unter einem Stapel Bücher in eurem Zimmer versteckt. Schon gut. Oh. Das ist eine Karte der Region, die mir euer Vater während des letzten Besuchs gab. Sie wird uns helfen, uns in diesen Gewässern zurechtzufinden. Dann schauen wir sie uns an. Zoomt einfach heraus, bis sich der Kartenbildschirm öffnet. Oh, da ist eine Insel. Oh, ist aber ein Stückchen weg, aber okay. Im Südosten? Ja. Das sieht nach einem geeigneten Ort aus, um zu expandieren. Ja, her damit. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Und ihr habt bereits einmal ein Schiff kommandiert. Es ist Zeit, die Segel zu setzen. Ja, los! Bitte lasst uns das schnell hinter uns bringen. Weil gerade einkaufen und konnte es mal wieder nicht lassen, Rummel ein Spielzeug mitzunehmen. Es ist eine Raupe geworden. Braucht nur noch einen Namen für das Ding. Alle seine Stofftiere bekommen Namen Lul. Raupe? Raupi. Wurmi. aber wenn ich von dem Wecker wach werde, merkt der Kater das und will sofort Futter, dann sage ich irgendwann laut Nein und da verschwindet ein Katzenkorb, bis der Wecker klingelt und ich aufstehe und auf Miauen gehe wieder los. Aber gut, dass Miauen, das Nein wenigstens funktioniert bei Chessie nicht. Raupen nimmer satt. Das geht immer. Kommt an Bord, Cornelius. Master William, bitte wählt das Schiff aus, steuert es zur südlichen Insel und errichtet dort ein Kontor. Ihr könnt euer Schiff auch in der Kartenansicht auswählen. Schiffe navigiert ihr am einfachsten, indem ihr durch das Aussetzen von Bojen einen Kurs setzt. Wählt das Schiff und dann die markierte Schaltfläche aus, um in den Kurssetzen-Modus zu gelangen. Bewegt den Zeiger über das Meer und drückt den angezeigten Knopf, um eine Boje auszusetzen.
Gut gemacht. Ihr könnt auf diese Weise auch im Kartenbildschirm navigieren, solange ihr euch im Kurssetzen-Modus befindet. Hat sie jetzt nette Insel gesagt, oder was? Markierte Stellen, auf denen ihr ein Kontor errichten könnt. Um dies zu tun, zeigt auf die markierte Stelle und drückt... Endlich! Fester Boden unter meinen Füßen. Halleluja! Ich musste gerade denken an Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dort ist das ja auch, dass der Professor auch nicht... Also der tut die ganze Zeit so, wie toll das alles ist und dass er ja so abenteuerlustig ist und so. Aber wenn die da mit dem Wasser fahren, dann versteckt er sich die ganze Zeit in seinem Zimmer. Und dann kommt später halt raus, dass er halt seekrank ist. Und das Geilste war einfach, dass er und sein Mitarbeiter, der ist halt hat Höhenangst. Und den hat er halt immer wieder gezwungen, halt auf so einen Turm zu klettern, damit er halt lernt, halt damit umzugehen. Und der hat sich dann jedes Mal dort übergeben. War schon, ja. Rambo die Raupe, das ist auch cool. Es ist gut, dass wir ein weiteres Kontor gebaut haben. Jetzt können wir die Insel besiedeln. Obwohl ich immer noch keinen Appetit habe, sollten wir damit anfangen, mehr Nahrung zu produzieren. Ja, dann los. Die Insel ist sehr fruchtbar für Getreide. So können wir sehr viel schneller die Nahrung liefern. Ich brauche wirklich eine Pause, Master William. Wir haben euch alles erklärt, was ihr wissen müsst, um diese Mission für euren Vater abzuschließen. Baut mehr Getreidefarmen und schickt die produzierte Nahrung als Tribut an euren Vater. Ich darf jetzt selber spielen? Wir sind immer hier, falls ihr Hilfe braucht. Danke. Sammelt die benötigte Nahrung und sendet sie an euren Vater. Und vergesst nicht, dass Cornelius regelmäßig das Logbuch aktualisiert. Oh. Ja gut, wir können jetzt selber mal spielen. Sehr, sehr schön. Nahrung. Ja, dann wollen wir da mal auch sehen. Wir könnten die Nahrungsproduktion erhöhen, indem wir 2 Getreidefarmen auf dieser Insel errichten. Denn die Fruchtbarkeit ist hier sehr gut. Ich bin gerade irgendwie am gucken, wie man das am besten... Das ist immer für mich so das Schwerste, so zu entscheiden, wo was hinkommt. Aber wir können ja erstmal trotzdem einen Weg bauen. Ist das dann... Oh. Ausgezeichnet. Die Getreidefarmen sind sehr produktiv. Schickt mit Hilfe des Tributmenüs Nahrung an euren Vater. 40? Ja, wir könnten ja theoretisch noch mehr bauen, ja. So. Ich habe den König um eine Hilfslieferung von Baumaterialien gebeten. Gott sei Dank, die Lieferung mit den Baumaterialien ist angekommen. Oh. Bin unzufrieden. Der George. Vergesst nicht, dass der König immer noch auf seine Nahrung wartet. Seht im Logbuch unter Mission nach, um mehr darüber zu erfahren. 40 Tonnen Nahrung schicken. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Irgendwie kriegen wir mehr... Sieht das so aus wie mehr Abgaben als Aufnahmen? Können wir hier noch irgendwie was regeln? Die guten Herren wollen eine Kapelle haben. Getreidefarmen, um mehr Getreide in weniger Zeit zu produzieren. Mhm.
Diesen Namen da gerade. Toll geil. So, dass der König immer noch auf seine Nahrung wartet. Seht im Logbuch unter Mission nach, um mehr darüber zu erfahren. Ja, wir haben aber noch nicht genug. Jetzt haben wir genug. Nee, immer noch nicht. Einer fehlt noch. Ich wäre schön, wenn ich hier so eine Anzeige hätte. Öffnet das Tributmenü, um das zu veranlassen. Gut gemacht, Master William. Die benötigte Nahrung wurde geliefert. Hoffentlich war euer Bruder ebenso erfolgreich wie wir. Bei dem ist bestimmt alles abgebrannt. Der König wünscht unsere Rückkehr und hat uns ein Schiff geschickt. Oh. Cornelius, habt ihr endlich eure Seekrankheit überwunden? Nein. Aber habe ich denn eine andere Wahl? Na, weiß ich nicht. Speichern. Ja. Immer noch Kapitel 1. Oh, das war Kapitel 1. Ja, cool. Effizienz, nicht so? Spielzeit? Warte mal, müsste die höher sein oder weniger? Silber. Okay. Ja, würde ich sagen, haben wir Kapitel 1 fertig. Dann können wir es eigentlich beenden. Ja, ich würde sagen, bis jetzt gefiel mir das Spiel ganz gut. Also, ich würde auf jeden Fall mal gucken, wann wir weiterspielen das Spiel. Und ja, das war erstmal mit Anno. Und dann schauen wir jetzt für das nächste Mal. Vielleicht spielen wir gleich sogar weiter. Wer weiß, wer weiß. Das war aber Anno für heute. So, schön.